E-Scooter sind weiterhin im Trend. Kaum verwunderlich also, dass NIO nach seinem großen Erfolg des KQi3 Pro nachlegt. Das hier ist der KQi2 Pro und damit der neueste E-Scooter von NIO bei uns in Deutschland. Er kommt selbstverständlich mit einer Straßenzulassung und ist erfreulicherweise auch sofort lieferbar. Was euch hier zum Kurs von 599 Euro erwartet, das klären wir jetzt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und wir gehen heute mal wieder zusammen auf Probefahrt. Nachdem NIO letztes Jahr mit einer Crowdfunding-Aktion ins E-Scooter-Geschäft eingestiegen ist, gibt es nun seit diesem Jahr ein weiteres Modell und das ist der KQi2 Pro. Man findet hier viele Gemeinsamkeiten zum KQi3 und dennoch unterscheiden sich beide Modelle. Aktuell ist der KQi2 der Einstieg in die E-Scooter-Welt von NIO und nimmt somit unter dem KQi3 in der Einordnung Platz. Optisch führt NIO ihr Design dabei weiter, ist aber im Detail noch ein Stück minimalistischer geworden. Farblich hat man die Wahl zwischen Weiß und diesem Grau. Kabel sieht man nur noch ein kurzes Stück direkt am Lenker, ansonsten ist der Scooter absolut clean gehalten. Cooles Feature ist bei der Stehfläche hinzugekommen, die nun mit verschiedenen Grip-Tapes angepasst werden kann. Ab Werk ist dieses schwarze Tape drauf, es gibt aber noch einige andere und im Lieferumfang liegt auch noch ein weiteres bei. Finde ich auf jeden Fall cool gemacht, so kann man dem Scooter noch etwas mehr Persönlichkeit verpassen. Vom Aufbau ist der KQi2 schön massiv und macht einen durchweg robusten Eindruck. Das Trittbrett bietet auch größeren Füßen einen angenehmen Stand und der Scooter packt bis zu 100 Kilo maximale Zuladung. Geschützt ist er nach IP54 gegen Staub und Wasser. Was mir hier wieder sehr gut gefällt, ist der breite Lenker mit 52 cm Länge. Man hat damit ähnlich wie beim Fahrrad eine angenehme Griffposition und das macht sich auch positiv beim Fahrverhalten bemerkbar. Zudem ist das Lenkrohr 15 Grad zum Fahrer geneigt, was ebenfalls für mehr Stabilität sorgt. Für den direkten Kontakt mit der Straße sorgen luftgefüllte 10 Zoll Reifen und das sind mit 2,3 Zoll ganz schön breite Teile, die dem KQi2 ordentlich Grip geben und für etwas Stoßdämpfung sorgen, denn eine Federung ist hier ansonsten nicht verbaut. Der Elektromotor im Hinterrad leistet 300 Watt bei 48 Volt und geht im Peak hoch bis 600 Watt. Das reicht laut NIO für 15% Steigfähigkeit am Berg oder auch mal den ein oder anderen Wheelie. Die Performance liefert in der Praxis auf jeden Fall gut ab. Hinterradantrieb sorgt zudem für eine wesentlich ruhigere Vorderachse und auch das wirkt sich sehr angenehm auf den Fahrbetrieb aus. Der Scooter zieht zügig durch bis zur maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h und die werden von NIO leider auch super genau eingehalten. Teilweise schwankt es laut GPS sogar nur zwischen 19 und 20, schade, dass hier nicht die volle Toleranz von 10%, also 22 km/h Höchstgeschwindigkeit ausgenutzt wird. Ich hoffe, dass NIO hier auf jeden Fall nachbessert. Ich bin mittlerweile schon echt einige Scooter gefahren und dementsprechend viele stehen hier auch schon rum. Der KQi2 Pro hat dabei ordentlich Potenzial vom Fahrverhalten und allgemein vom robusten Aufbau in dieser Preisklasse. Wie fährt er sich denn nun aber genau? Wie auch schon beim KQi3 fällt hier sofort die grandiose Fahrstabilität auf. Der Scooter liegt satt auf der Straße und gibt dem Fahrer ein sehr sicheres Gefühl, spendiert aber dennoch bei Kopfsteinpflaster oder unebenen Wegen eine kleine Gehirnmassage. Wer später bremst, ist länger schnell, muss dann aber auch gute Bremsen haben. Die Verzögerung übernimmt hier beim KQi2 Pro eine Trommelbremse an der Vorderachse in Kombination mit einer elektrischen Motorbremse am Hinterrad, bei der dann auch gleich rekuperiert wird, also Bremsenergie zurückgewonnen wird. Angesprochen werden beide Bremsen über einen einzelnen Bremshebel. Die Bremse hat guten Biss und bringt den Scooter schnell zum Stehen. Für den leichteren Transport lässt sich der Scooter natürlich auch zusammenklappen. Dafür löst man vorne am Lenker die Verriegelung und klappt dann die Lenkstange einfach nach hinten ab. Mit den 18,4 Kilo werden die Arme dann aber auch schnell länger beim Tragen. Der fest verbaute Akku hat 365 Wattstunden und soll für eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern sorgen. Das ist natürlich immer von vielen Faktoren wie Fahrergewicht, Geschwindigkeit, Steigung, Temperatur und so weiter abhängig. Ich bin mit gemischter Fahrweise jetzt im Sommer um die 30 Kilometer weit gekommen. Für eine komplette Aufladung des Akkus vergehen dann lange 7 Stunden. Bei der Beleuchtung gibt es nach vorne den markanten LED-Scheinwerfer mit Halo-Tagfahrlicht, welches aber in der deutschen Version warum auch immer nicht von NIO aktiviert ist und auch nicht manuell eingeschaltet werden kann. Dabei würde genau dieses Feature am Tage für eine bessere Sichtbarkeit sorgen.
sorgen und zudem sieht es auch einfach richtig nice aus. Das LED-Licht ist ansonsten sehr hell und leuchtet die Straße bis zu einer Entfernung von rund 20 Metern gut aus. Hinten gibt es das Gegenstück, ebenfalls mit LED, und hier hat sich von der Leuchtkraft im Vergleich zum Kaku i3 einiges getan. Das Rücklicht ist wesentlich heller und deutlich besser sichtbar geworden, das Ganze immer noch mit Bremslichtfunktion. Beim Tacho kommt das gleiche LED-Dashboard zum Einsatz, das auch im Kaku i3 verbaut wird. Angezeigt werden die aktuelle Geschwindigkeit, die Akkuladung und Fahrinfos. Die Anzeigen lassen sich gut ablesen, auch wenn die Sonne drauf scheint. Zudem gibt es auch noch eine App-Anbindung, mit der dann weitere Daten ausgelesen und Einstellungen getätigt werden können. Die NIO-App hat vor kurzem ein Update bekommen und sieht jetzt etwas frischer aus. Der Scooter wird per Bluetooth verbunden und erscheint dann zusammen mit einigen Fahrstatistiken im Display. Fazit: Der NIO Kaku i2 Pro kommt als deutsche Version für 599 Euro mit einer offiziellen Straßenzulassung und den nötigen Dokumenten. Aktuell ist er bei Amazon auf Lager und kann per Prime geordert werden. Die Scooter-Kennzeichen gibt es ab 17 Euro im Jahr und die können schnell und einfach bei der Versicherung bestellt werden. Einige Abwandlungen beim deutschen Modell kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie zum Beispiel die Sache mit dem Tagfahrlicht und der nicht ausgereizten Geschwindigkeit. Da NIO aber in regelmäßigen Abständen Firmware-Updates raushaut, bleibt zu hoffen, dass sie sich diesen Themen noch annehmen werden. Davon mal abgesehen, gefällt mir das Gesamtpaket aber auf jeden Fall sehr gut. Was haltet ihr vom Kaku i2 Pro? Haut mir dazu gerne mal was in die Kommis. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!